Sich versichern, dass der Leim in einem kühlen Raum aufbewahrt wurde und dass der Herstellungsdatum auf der Verpackung übereinstimmt. Die Schutzkappen abschrauben, die Patrone in die entsprechende Maßpistole einfügen. Auf dem Auslöser mehrmalig drücken, damit eine kleine Menge aus der Patrone herausströmt. Eine der beiden Plastikmischer anschrauben und wiederholen wieder den Vorgang durch den Druck der Patrone, um den inneren Bestandteile zu mischen. Die erste Leimmenge ablegen und dann mit der Zusammenklebung vorangehen.